Und der VR ist gar nicht mal so schlimm. Ich wollte jetzt nicht alle sagen mit hier Spritschleuder und so. Der VR hat tatsächlich, hey, wie soll ich sagen, das ist eins meiner effizientesten Autos. Mein Tobi, weil ihr müsst manchmal unterschätzt man sowas, aber Drehmoment unten rum und ein leichtes Auto ist eine super, super geile Kombination. Warte, ich zeige euch mal. Weil Sechszylinder ist natürlich fett und der Wagen ist ja sehr leicht. Warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich meine MFA hier aktivieren kann. Meine Multifunktionsanzeige. Zack. So, wo ist der Schlüssel denn hingelegt? Scheiße, da ist er. Komm, wir schalten mal eben durch den Bordcomputer durch. Warte, ich schalte mal eben um die Bude hier. Da seht ihr den. Da, komm. So, da seht ihr die. Das ist die hier, die Uhr. Hier ist die MFA gleich. Zack, km/h. Ah, scheiße, hat den Verbrauch nicht drin. Hat nicht gespeichert, der Sack. Oder? Der Knopf ist so kacke. Weil ich habe die Kiste heute, Durchschnittsverbrauch beim Fahren, habe ich die bei irgendwas mit 8 Litern gehabt. Vielleicht ist aber nicht der Sack. Doch da, hier, 8,9 Liter. Und ich bin schnell gefahren. Also ich habe ihn nicht geschont. Und 8,9 Liter kann man nicht zu sagen, oder? So ein Sechszylinder, 2,9 Liter. Oder nicht? Übrigens, die ist nicht halb voll getankt. Die Tankanzeige ist so kaputt. Also, der Motor an diesem Auto ist eigentlich ganz gut, finde ich jetzt. Also dieser, ich sag mal, der hier, der VR6, ne? Also den kannst du relativ, also wenn du die effizient fährst und gut schaltest und nicht so schnell fährst, fährst du das Ding auch mit 8. Oder ich sag mal 7,5 oder was. Es kommt drauf an, wie du fährst. Hast du halt keinen Spaß mit, aber du kannst ihn sparsam fahren. Also man kann nicht sagen, dass das Ding nur säuft. Ich bin nicht langsam gefahren. Wie gesagt, ich bin wirklich nicht langsam gefahren mit dem Auto. Ich bin auf der Autobahn heute 220 gefahren mit dem Ding. Und hier lustigerweise hatte hier ein BMW X3, der hinter mir war, der mich ohne überholen wollte, hatte keine Chance. Er war plötzlich hinter mir. Halb voller Tank, ey. Ihr mit euren halb vollen Tank. Die ist kaputt, die Tankanzeige. Die ist wirklich kaputt. Ach, der Tacho ist übrigens ein hier 12 Uhr Tacho. Die wurden damals mal so, die gab es auch so in der 90er, so als Nachrüstding. Seht ihr das? Das heißt, die Anzeigen sind andersrum. Der Tacho geht bis 320, aber die erreicht er aber nicht. Aber für so als Kind, so, weil man damals als Kind so angekommen ist, dann war immer der Flex immer so, oh, guck mal, wie schnell der fährt. Tacho geht bis 320, fährt der Karre. Der bei den Golfen, die dürft gucken. Was auch sparsam ist, der hier. Den hier sehe ich natürlich auch als relativ sparsames Ding hier ein. Den Golf 3, ich denke mal, den kannst du auch relativ billig fahren. Der hat leider keine Ausstattung, der hat leider keine MFA oder irgendwas, deswegen können wir nicht gucken. Aber ich glaube, dass der Motor hier drin, der 1.4er, der läuft auch nichts. Überhaupt nichts. So, gucken, wie er so läuft. Gar nicht, Batterie ist abgeklemmt. Läuft gut. Auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, ich fahre es auch sparsam. Eins der Nachteile bei denen ist halt Viergang. Viergang hat er, hier seht ihr, und Euro 1. Das sind die beiden Nachteile, die das Auto hat. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Nee, ich fahre den nicht. Ich würde ihn verkaufen, wie gesagt. Wenn ich jetzt einen Spaß habe, also bevor ich jetzt mit denen anfangen würde, würde ich schon die RWR den fahren. Guck mal, den kann ich ja auch noch fahren. Den hier Ascona. Den fahre ich auch so mit 7, habe ich damals ausgerechnet. Also sprintmäßig ist der auch nicht so mega dabei. Ne? Warte, ich muss mal eben kurz. Euro 1 ist ziemlich scheiße, ja. Obwohl geht, bei 1.4er Motor geht das noch. Bist du bei 240 Eier oder was? Nicht ganz so tödlich, aber auch schon Geld. Die sind auch relativ. Die kannst du auch ganz ökonomisch fahren, die Dinger. Also diese hier 1.6er. Ascona's. Der hier war auch so eine Idee. Ne? So eine Art Spezialsparaktion. Weil 1.1er Trabant, 1,1 Liter, Polo-Motor, Vergaser, könnte ich mir vorstellen, kann man auch relativ sparsam fahren. Ne? Ich habe nur den Ascona noch, den haben wir alle verkauft tatsächlich. Sonst habe ich noch Rekords. Hier, der hier ist eine Saufkuh, wollen wir nicht überreden. Der hier ist sowieso eine Saufkuh.
Den hier kann man, glaube ich, auch noch relativ okay fahren, so mal 8 Liter, schätze ich. Den 944, den kannst du auch ziemlich günstig fahren. Da ist früher mal 8 bewegt, den hier. DKW brauchen wir nicht überreden, der fährt ja gar nicht, aber den kannst du auch billig fahren. Der hier ist auch so, ich schätze 6, 7 Liter, der hat leider keinen Sparvergaser drin. Das ist leider, der Vergaser ist besser, Blockvergaser. Und die Guck hat einen Sparvergaser drin, das ist mein Geheimnis. Und der hat auch einen Sparvergaser drin, den kannst du auch billig fahren eigentlich. Ne? Ich habe momentan keinen Zugwagen für einen Hänger, nein, das ist ein Problem. Ich müsste eigentlich, wenn ich clever bin, müsste ich eigentlich jetzt einfach in Lagunas anmelden, aber ich will die nicht anmelden. Ich will die verkaufen und nicht anmelden. Hilft mir nicht viel. Laguna, den ich von der stehen hat, der 6. Hand. Wenn ich den verkaufe, ist der 7. Hand. Also komm, weißt du? Den 944 habe ich erst angemeldet. Auf nur 7er Kennzeichen von meinem Vater läuft er noch, von früher. Ich habe den nie auf meine Kennzeichen eingetragen. Also wenn ich ihn fahren will, muss ich mir die Kennzeichen von meinem Vater ausleihen. Weil er hat nämlich kein Haargutachten. Den hier weiß ich nicht, wie sparsam der hier ist. Ich glaube, den kannst du auch relativ sparsam fahren, den hier. Der ist auch noch halb voll getankt. Wie ist denn laut Vorbesitzer? Da ist die Tankanzeige abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, wie viel der Sprit da noch drauf ist. Ja, Moped fahren geht auch, Stalker M-Ware. Stimmt, aber Problem daran ist ja auch, ich muss ja auch mit meinen hier, wie soll ich sagen, meine Familie mitnehmen. Ja, der Volvo zum Ziehen ist zu teuer, das läuft wie ein Loch. Der ist wirklich teuer. Aber von Spahn her, was ich so hier stehen habe, wie gesagt, eine Kombination aus Gurke. Und ich vielleicht einfach sogar den noch, der ist auch relativ billig tatsächlich. Ne? Ja, aber ich will keine Laguna fahren. Jungs, ich fahr alte Autos, nicht das hier. Das ist nicht so in der Welt. Den Kommissar kann man nicht kaufen. Nein, der bleibt hier. Der ermittelt schön weiter bei mir. Weil der wird auch nochmal seinen Tag haben, wo der rankommt. Wie der Sparvergaser heißt, weiß ich gar nicht. 28 HB, keine Ahnung was. Das ist einer von so, das ist so ein Ding ist das hier, so wie der hier. Und eine Spareule. Hier. Dein Sparvergaser. Haben wir noch mal ein bisschen größeres, haben wir auch schon Pierburg liegen, haben wir noch ein paar. Wenn es aufhört, habe ich hier noch oben im Regal noch ein bisschen was. Ich glaube, die Kiste, die ist noch voll mit Vergasern. Die Kiste ist voll mit Vergasern. Trabi-mäßig ganz vorne dabei. Aber noch ein anderes Regal, was voll ist mit Vergasertan. Ja, das ist ein 1,6er Vergaser, der läuft auf wie ein Loch. Vergaser läuft. Lalala. Ich glaube, hier ist noch eine Vergaserkiste. Da wird die Box drin liegt da hinten. Da ist auch noch einer. Ein Golf 2 TDI wäre cool. Oder ein Golf 2 GTD. Die Laguna, der Laguna, den ich vorne stehen habe, der steht gerade für 1,8er. Aber mein reeller angetütelter Preis mit 2 Jahren TÜV ist 1,6. Den habe ich mal angeguckt, laut Bohrcomputer braucht der nur 5,4 Liter. Der ist auch relativ sparsam. Lieber Harry ist auch so eine Day of the Dunkel Tupolinos. Nein, Justin, mit einer kleineren Düse ist dann viel sparsamer, aber läuft der Motor zu mager. Wo Pech hast, wenn der Motor zu mager läuft, dann kannst du auch ganz schnell Motorschaden haben. Das ist auch scheiße. Ja, ein TDI-Umbau ist auch cool, das stimmt. Kann man auch machen, sowas. Ne? Aber ist halt wieder mit Geld verbunden. Was wir jetzt ja gerade machen hier, was wir gerade eruieren in diesem Stream hier, ist ja eigentlich, wie kann man mit dem Kram, den man hat, oder in dem Fall den Kram, den ich jetzt gerade habe, am günstigsten fahren? Also, weißt du? So am günstigsten. Und am günstigsten kannst du halt, sind halt die kleinsten Autos. Der zum Beispiel ist sehr günstig, der Wagen. Den kannst du, ich schätze, bei diesem Wagen fährt man so mit 6 Litern. Den hier, das geht. Oder 5,5. Je nachdem, wie sparsam man fährt. Der hat ein Vierganggetriebe drin. Das heißt, der dreht ein bisschen höher. Ich denke auch, dass Laguna ganz fair angelegt ist. Aber trotzdem, momentan ist es schwerer Zeit, diese zu verkaufen. Ich sehe es morgen mal, wenn ich ihn inseriert habe. Der Golf 1 ist nicht sparsam. Mein Golf 1 braucht über 10 Liter. Ich kann aber erzählen, warum der über 10 Liter braucht. Der hat erstmal riesengroße Reifen drauf. Ne? Also der hat hier Reifen drauf, hier sein Großvater, der Golf 1. Dann ist das ein 1,5 Liter Motor, Vergaser, mit Opel-Vergaser. Und hier tatsächlich auch, ja, wie soll ich sagen, Viergang. Ne? Also, kannst vergessen, der ist wirklich durstig.
Also der ist wirklich, also den fährst du, also unter 10 fahre ich den nicht. Der Ascona ist billig. Der Ascona, den kannst du so mit 7 Litern fahren oder 8 Litern oder was. Also billig, normal halt, ne? Also wie ein normales Auto auch. Der Sparvergaser, keine Ahnung, ob er so gute Leistung nimmt. Also laut Marco Degenhardt, ja. Haben wir ja gesehen. Ihr könnt ja mal in die Haube reingucken von der Gurke. Wie finden wir ja nochmal irgendwo da in den Tiefen meinen geilen Vergaser, weil den habe ich ein bisschen gegurkt. Der ist ja nicht mehr so ganz original. Ah, ah so. Haube zu uns gezogen. In Schmerzhaft. So, hier haben wir unseren Motorraum. Top gewartet und gepflegt, überhaupt nicht vollgesandet. Beim TÜV war der Wagen auf jeden Fall ein ziemlicher Hammer. Die haben sich richtig drüber gefreut beim TÜV. Könnt ihr mir glauben. Wo das Ding komplett, wenn du mit einem Hammer raufgehauen hast, hat das Ding einfach original einen richtig, richtig fetten Dreckklaus nach unten geschmissen. Kann man ja nicht so einfach sehen. Auf jeden Fall hat ein Sparvergaser. Da hat diesen Schlauch dran, habe ich abgeklemmt und habe in der Brücke reingebaut. Ich habe so aus zwei oder drei Dinger eingebastelt. Ne? Ist das Ding da. Aber kann ich gerade nicht zeigen, wenn den Grill jetzt nicht abbauen, das wird zu viel Arbeit. Also die Haube wurde wieder geschweißt, seht ihr das? Heißt geschweißt, geklebt mit hier. Also wir müssen gerade ein bisschen trainieren. Habe ich schon erzählt, dass mein Schweißgerät in den Arsch ist? Mein Schweißgerät ist kaputt. Mein Schutzgasschweißgerät ist im Arsch. Komplett. Das macht jetzt gar nichts mehr. Und fliegt auch Gas dann, wenn man uns aufdreht. Das ist ein Arsch. Aktuell haben wir da Schäbach hier am Laufen. Das war letztens ein anonymen Fanpaket. Das hat ein bisschen den Arsch gerettet. Ich habe wohl noch ein Fütterschweißgerät, aber das geht relativ okay. Aber damit müssen wir gerade ein bisschen brücken. Wir kriegen ein neues Schweißgerät, aber es dauert, mit Glück kommt das morgen an. Dann können wir wieder richtig schweißen. Deswegen haben wir auch eher so, dass der Blech in das Scharnier an der Gurke eher rangeklebt als rangeschweißt. Aber wenn du das Blech sauber machst, geht's ganz gut. Ne? Ja, komplett platt jetzt. Das macht gar nichts mehr. Mein Schlauchpaket schon repariert komplett selber. Seht das ja hier? Aufgeschnitten, alle Kabel neu gemacht da drin, aber das war's nicht. Jetzt, hört ihr, wenn ich Gas drauf mache? Warte. Hört ihr? Der zischt? Eben unten undicht. Seht ihr hier? Geht zu weit gedruckt. Hat er zugemacht. Für den Arsch. Den Schlamm aus dem Trabi rausgekommen, wieso denn? Das gehört das zum Auto dazu. Das ist doch sein Onboard-Schlamm. Der Innenraum ist schon sauber, tatsächlich. Der Innen ist ja relativ, also innen ist die Gurke wieder hier hergerichtet. Ich habe sogar noch was gebaut. Nein, der Schlauch, der ist ja ein Schlauchpaket. Da ist ein Schlauch drin, da ist die Durchführung von Schweißdraht drin und zwei Kabel. Und die Kabel haben wir neu gemacht da drin. Ne, die Kabel, die da drin sind. Und die, wenn wir den Kabelbruch hatten. Das hat dann funktioniert und jetzt geht es wieder nicht. Jetzt ist der Schlauch noch undicht und jetzt brauchen wir ein anderes Schweißgerät. Wir haben es leider kaputt repariert. Jetzt zum Arsch. Hier, guck mal, das ist mein Holz. Seht ihr das? Ich und mein Holz. Seht ihr das? Das ist mein Reifen. Mein Sitz Konterholz, damit mein Sitz nicht mehr so wackelt. Dann wackelt er immer so. Und so ist er schön fest. Repariert. Ich und mein Holz. So geht das. Auch der Kofferraum ist ein originaler Roadtrip. Ist noch alles drin, was man braucht. Die zweite Batterie lacke ich dann auch ran. Ist noch alles dabei. Nein, ein Schlauchpaket kannst du nicht so einfach kaufen für das Schweißgerät, Alter. Das Problem ist, das ist so ein scheiß hier Einhellschweißgerät vom Baumarkt. Und genau für dieses Schweißgerät kann man kein neues Dings kaufen. Nee, Sonntag haben wir nicht offen. Wir haben erst wieder auf am 10.04. Der Käfer braucht 8 Liter, kannst du rechnen. Der ist nicht gerade eine Sparkiste. Also wenigstens dafür, dass er keine Leistung hat. Mit dem Ford Escort Cabriolet, das wollte ich mir seit diesem Sommer anmelden und selber fahren. Weil das Problem ist bei dem Auto halt, wie soll ich sagen? Ich will bei dem Auto tatsächlich, ich weiß nicht. Ich kann es halt nicht verkaufen.
Weil es ist halt, es ist, er hat ja einen Motorschaden gehabt. Oder wie ist es ein Simmering? Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also bevor ich den verkaufen würde, sag ich mal, würde ich den Wagen, also ich würde mindestens ein halbes Jahr fahren, bevor ich verkaufen würde, testweise. Bevor ich da irgendwie mir Gedanken mitmachen müsste. Guck mal hier, die ganze die Motorhauben sterben hier auch so nach und nach. Seht ihr das? Das sind alles Schweißbleche. Wartburg-Motorhaube. Dahinter ist die Golf-Motorhaube, die alte von dem. Dann ist hier noch ein BMW-Kotflügel, was wir BMW-Blech brauchen. Der Reifen Vanessa, der läuft. Das Schweißgerät hat keinen Zentralstecker. Das ist alles hier verbunden in ein Stück. Jetzt kriegen wir ein neues Gerät. Ich habe nämlich ein noch geheimen Sponsor, besser als Sponsor, noch geheimen Partner. Ich habe einen YouTube-Partner tatsächlich. Also ich habe hier einen Shop als Partner, der noch gar nicht ein Shop ist. Ne, das ist der Tesma. Also der heißt, der gehört als Shop. Und der hat hier, ich habe ihn gefragt, weil der hilft mir ein bisschen aus damit und sowas. Und hat gesagt, egal was ich brauche ihm das nur zu sagen. Und der hat mir jetzt ein Schweißgerät besorgt. Und mit ganz viel Glück kommt das morgen an. Das ist ein Vorteil. Das ist halt der Shop, den ich noch nicht bewerben kann, weil er noch gar nicht fertig ist. Aber das kommt noch. Das heißt, irgendwann wird es auch mal so einen Werbepartner geben hier mit Werbebannern und sowas. Der Tag wird auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall hilft er mir momentan gerade ein bisschen aus der Scheiße. Das ist auch ganz gut so. Ich brauche so einen Mann, Alter. Der Schweißgerät, wenn ich bekomme, ist neu hier. Aber ich habe das nicht bestellt, das hat jemand anders bestellt für mich.